Also, Toslav, pack dein Zeug zusammen und auf geht's. Los. So, Markt. Rohstoff 1. There was this guy in the tavern who called himself Sparrow. Sorry, Captain Sparrow. I'm pretty sure he stole my money. Der hat irgendwas von Captain Sparrow, hat er jetzt halt gerade erzählt, aber ich habe es zu spät mitbekommen. Sparrow. Ja, Pirat, weißt schon. Ja, ja. Marktrohstoffe 1. Schlott. Ja, der ist nicht mehr. Toslav 4. Gut. Damit ist Toslav jetzt dabei. Und ihm schmeißen wir die Grümmilda mit rein. Wir sind hier nur noch am Leute anwerben, ey. So. Marktstand. Rohstoffe 1. Die Grümmilda. Und Haus, Markt, wo bist du? Rohstoffe 1. Die Grümmilda. Noch nie gehört so einen Namen. Grümmilda. So, zockst alleine da, ne? Du Säckel. So, aber du hast auch zwei Punkte. Bei Markt, Dingsbums, Diplomatie. Voll der Bauernfänger. Hm. Nepper, Schlepper, Bauernfänger. So, hier, Häuser. I haven't seen a lot of cities in my life. Yours is truly marvelous. Ah, danke. Er hat schon viele Städte gesehen in seinem Leben, aber unsere ist einfach das Crème de la Crème, quasi. Kram de la Crème. Der Kram, ja. Kram der Crème. So, was haben wir? Crème de la Crème. Crème de la Crème. So, Marktstand. Wir haben jetzt alle Marktstände, die wir aktuell haben. Es sind jetzt halt noch. Das ist ja blöd. Wir brauchen doch einen Marktstand. Schweig! Ja, wirklich wie? Jetzt? Wie jetzt? Wir brauchen noch einen Marktstand. Wir haben nur noch drei Marktstände übrig. Ach nee, Quatsch, warte mal. Wir haben hier einen Marktstand Kleidung, der sonst keinen weiteren Namen hat. Und da arbeitet... Wir haben noch eine Kleidung, ja genau, aber die können wir platt machen, weil das ist noch ein Überbleibsel von unserem Markteck. Okay. Das heißt, die Nisi Budga... Die kann ich dann an den anderen Marktstand machen. Ja, genau. Okay, dann haue ich den weg. Okay, bevor ich den dann lang umbenenne. Nisi Budga hier. Nisi Budga ist umgezogen. Das heißt, du kannst den Marktstand weghauen, wenn du das nicht schon gemacht hast. Nee, noch nicht. Aber jetzt. So. Und die Nisi Budga, ich flippe aus, die Nisi Budga, jetzt bin ich wieder auf der Suche, ey, bei so vielen Leuten. Nisi Budga, da bist du. Du wohnst in dem Haus Feilscherin. Okay, die wohnt alleine in dem Haus Feilscherin. Die würde ich dann aber umziehen. Jetzt ist nur allerdings die Frage, was machen wir jetzt dann für einen Marktstand? Wir haben 4 mal Kleidung. Aber nur 2 mal Nahrung, 2 mal Rohstoffe. Und 2 mal Werkzeuge. Also ich würde sagen, dass wir Werkzeuge noch machen. Ja. Ja. There
There's nothing like the crackling of the cozy fire to make you forget. Aber trotzdem fehlt dir dann ein Marktstand. Wir haben doch noch den Brunnen. Also wir haben drei Marktstände jetzt noch da. Wir haben doch noch auch einen Brunnen, den wir noch besetzen müssen. Und ach so, dass wir die dann zusammenstopfen. Ja. Okay. Ein Marktstand ist eh noch, zwei sind noch nicht frei. Drei sind noch nicht besetzt. Ja, und da überlege ich jetzt halt gerade. Ich habe jetzt halt nämlich die Nisi Budka da rein und würde sagen, was haben wir gesagt? Nahrung haben wir, nee, Rohstoffe haben wir gesagt, ne? Rohstoffe. Wir haben Kräuter noch gar nicht. Nee, haben wir auch nicht, nee. Dann mache ich jetzt Kräuter. Sollten wir vielleicht noch zweimal... Ja, zweimal Kräuter machen. Aber wir haben... Nee, wir haben Kräuter, haben wir einmal. Jetzt halt. Jetzt haben wir zweimal Kräuter. Genau, das habe ich jetzt eingestellt. Ja. Jetzt haben wir noch einen noch nicht belegt. Boah, wir haben drei, viermal Kleidungsstände. Okay. Fünf Kleidungsstände. Ja. Okay. Ja, gut, aber wenn wir so viel Leinsamen, so viel Pelze, Leder und so weiter machen, dann kannst du das gut aufteilen. Dann kannst du in dem einen wirklich nur Taschen verkaufen, in dem okay, anderen ja, nur... Ja, ist okay. Dann haben wir sogar sechs Kleidungsstände. Wir haben eins, zwei, drei... Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Doch, wir haben 5 mal Kleidungsstand. How can I help you? Ja. So. Halt, das eine Haus muss ich ja noch umbenennen hier. Kräuter 1. Wie hat die jetzt geheißen? Nisi Budka. Das kann sich ja auch keine Sau merken, so ein Namen. Marktkräuter, leerer Slot. Das Gebäude muss gebaut werden. Hä? Hast du irgendein Gebäude abgerissen? Ich bin gerade am Bauen, ja. Weil ich gerade... Dann habe ich mir echt genau das falsche Haus jetzt gerade rausgesucht, ne? Das ist... ich will übel! Eigentlich wollte ich gerade... Das nochmal mit dem... den Eingang ummodeln. Jetzt kann ich umbauen. Und die Tür wollte ich... dahin machen. Geht aber nicht. Du weißt, dass du alles abreißen musst, ne? Wenn einmal das Bett ja. Und so weiter drin gestanden ja, ist, dann... Ja, musst alles wegmachen. Ja. Steinwand, ja. So. Markt. Kräuter. Slot. Nisi Budka. Hier. Rein mit dir. Jetzt musst du es leider nochmal umbenennen. Nee, ich hab's ja in ein anderes Haus geschoben. Ach so. Ich habe das ja dann umbenannt. Ja, aber das Haus, was ich gerade abgerissen habe, das müsstest du nochmal... Okay. Es sind jetzt noch zwei Häuser da mit 100%. Genau, und eins davon habe ich jetzt gerade nochmal neu... Naja, ich habe ja die noch nicht benannt. Oder soll ich die irgendwie nochmal benennen mit Markt? Das ist so ja so ein Leerhalter. Ja. Dann mache ich da jetzt Markt frei. Ja, toll, das hätte ich da kopieren können. Also ich benenne die zwei Häuser jetzt mit Markt frei. Dann sind die nämlich da mit in der Spalte drin. Bei den Markthäusern. Und dann wissen wir ja wohl, da haben wir noch Platz.
So, und wir brauchen ja da noch zwei Leute für Werkzeug. Oh Gott, für Werkzeuge zwei. Werkzeuge 1? Hä? Aber ich habe gar keinen... Ich habe gar keine Stände gemacht mit Marktwerkzeuge 2. Dann mache ich das hier. Den einen Marktstand, der noch hier frei ist, den mache ich dann jetzt mit Werkzeuge. So. So, dann haben wir Marktwerkzeuge 2. Und da machen wir dann im Grunde den Brunnen-Dingsbums mit dazu. So, dann ist es nämlich Marktwerkzeuge 2 hier. Und dann passt es schon. Dann ist halt da die der oder die vom Brunnen mit dabei. Alter. So langsam brennt der Kopf, ey. So. How can I help you? Wie du mir helfen kannst, das sag ich dir nicht. So, wir waren in Klonika. Ich bin jetzt in Nostoya. Das heißt, es wäre Skauki das Nächste. Geh mal schnell den Kaffee loswerden. Ach so. Ja. Hey Jürgen, immer noch 5 Leute. Wahnsinn. 3 Diplomatie. 2, 3. 2 und 2. Die Mädels können halt quatschen, ne? Die haben meistens 3 Punkte bei Diplomatie. Okay, dann lass noch mal gucken jetzt. Bei so vielen Leuten, ne? Und dann, jetzt haben wir ja noch nicht einmal die Leute von den Feldern. Die haben wir ja auch noch nicht. Alter Schwede. Oh, wie schaut es denn da überhaupt aus bei den Feldern? Okay, die sind alle auf 100%. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Das hier müsste Weizen sein, wenn ich jetzt halt mal hier so zwischenrein gucken kann. Genau, das ist Weizen. Dann benenne ich das Feld 1 jetzt halt auch in Weizen. Das verschiebt es zwar, aber das ist ja egal, ne? So. Dann das hier ist alles Flachs. Flachs. Machen wir einfach Flachs 1, 2, 3 und so weiter. Müsste ich eigentlich gar nicht machen. Ne? Das reicht ja, wenn ich das einfach nur Flachs benenne. Das stört sich ja gegenseitig nicht. Genau, das geht dann da nach hinten. So. Fehlt ihnen da irgendwas? Weil die haben da nur 14. Wahrscheinlich fehlt denen Dünger, ne? So wie es ausschaut. Entweder Dünger oder Samen. Unbesät, ja. Denen wird Samen fehlen, glaube ich. Okay, das ist dann Roggen, würde ich sagen. Nein, ist es nicht. Das ist Hafer, okay. Ich kenne mich ja da nicht aus. Hafer. Dann haben wir hier, das sind Rüben, glaube ich, ne? Oder? Ne, das sind Rüben. Ich glaube, das sind Zwiebeln. Oh Gott, muss ich jetzt halt mal gucken. Ich glaube, das sind Zwiebeln. Ja, Zwiebel. So, ha. Weil dann habe ich das nämlich auch gleich mal weg. Dann braucht man nicht immer lang überlegen, was das jetzt halt hier ist.
Aber das da müsste jetzt dann trocken sein. Rocken. Isn't it weird that only women bleed once a month while no animals do? Kohl. Nenne ich das jetzt Karotten oder Rüben? Karotten. Machen wir Karotten, ist besser. So, das hier ist Moon. Dann haben wir alles. So, bei den Plantagen. Apfelbirne, okay, das sind die sowieso gemischt. Aber das ist egal. Kann ich ja. Apfel. Was ist schon wieder egal. Apfelbirne. Pfläumle. Haben wir eigentlich unsere Jäger schon? Nee, ich glaube nicht. Ey, es gibt so viel hier, was du machen musst, ey. Oh Mann. Oh Mann. Kirsche. Und das ist Hopfen. Hopfen. So. Ich habe jetzt nämlich mal alle Felder benannt. Sehr schön. So. Das Einzige ist, dass die Obstbäume im Grunde zu weit weg sind vom Feldschuppen, was aber überhaupt nicht stört, weil die werden dann halt irgendwann am Schluss bearbeitet, wenn die zum... Okay, ich guck mal ganz kurz wegen den Jägern. Jagd. Ach doch, freilich. Die haben wir schon. Es fehlen nur zwei Jäger im Grunde für Pelz. Aber wir haben insgesamt sechs Jäger. Und die sammeln gut Fleisch. Die einen 42 Fleisch und die anderen 84. Also wir haben über 120 Fleisch. Was eher interessant wäre, ist jetzt die Küche, ne? Wir haben zweimal Küche. Naja, ja. Was die kochen. Ja, ja. Kein Material steht da. Okay, da steht Quark irgendwie auf 1%. Das mache ich jetzt mal aus. Ja, weil wir doch auch saure Milch haben, oder haben wir die nicht? Wegen den Kühen? Produzieren die Kühe keine Milch? Naja, aber du hast ja die saure Milch erst im nächsten Jahr. Wenn die sauer wird. Ja. Naja, und das bisschen Milch, das haben die ruckzuck verarbeitet. Achso. Würde ich jetzt halt mal behaupten. Ich schau mal ganz kurz im Lager, Nahrungslager. Da muss ich ja zum Glück nicht sein. Nahrungslager, was haben wir da drin? Einmal mit Milch haben wir zwei Stück. Einer mit einem Zehntel noch drin und der andere ist voll mit 10 Zehntel. Aber wie gesagt, bis die sauer werden, sind die so schon weggetrunken worden. Hm. Ja, wahrscheinlich. Ja. Außerdem also, produzieren die eh nichts, weil wir haben kein Futter drin. Ach so, ja, das habe ich jetzt auch nicht mitgekriegt. Wobei, das wird hier nicht angezeigt, dass die kein Futter haben. Normalerweise ist das hier angegeben, dass die kein Futter haben, oder? Wahrscheinlich. Aber komischerweise ist der Schweinestall nicht ein... Ach doch, ja. Der Status, ja. Schweinestall ist nicht eingestellt. Warum auch immer. Weil wir den der doch umgezogen haben. Ach so, na ja, gut. Und dann wurde der natürlich nicht eingestellt. Deswegen kommt dann auch kein Dung rein. Okay, da werde ich jetzt aber schon wieder abgelenkt von dem anderen Zeug, ne, was ich gerade machen wollte. Ja. Marktstand. Lager kann ich jetzt erst einmal wieder zumachen, ist mir jetzt egal. Küche war ich, genau, dass wir überhaupt dass die was zum Essen herstellen. Okay, hier wird Fleisch mit fehlend angegeben. Muss ich doch nochmal ins Nahrungslager gucken. Kein Fleisch da.
Unsere Leute brauchen extrem viel Essen. Wir haben mittlerweile über 2400 Honigwaben. Die könnten wir ja mal verkaufen. Über den Marktstand. Über den Marktstand verkaufen, weil die kannst du so gar nicht verticken. Naja, obwohl, das sind nur 10 Münzen. Also beim Verkauf hat man dann vielleicht 7 Münzen. Aber trotzdem, das sind ja 1400. Nee, Quatsch, 14.000 sind es dann. Wenn ich da eine für 7 Münzen verkaufe, 2000 Hammer, dann sind das 14.000 Münzen. Ja. Nur mit den Honigwaben, ey. Das läppert sich. Wahnsinn. Scheiße, wir brauchen Fleisch. Deswegen müssten wir die Jäger aktivieren. Wir brauchen noch eine Jägerhütte. Hä? Wir haben einen Nahrungsbedarf von 16.500, täglich 2.430. Nochmal eine Jägerhütte und nochmal ein Haus, mit, also nochmal zwei Häuser mit je zwei Leuten für ein... Ach, komm schon! Ja. Das Einzige, von was sie sich gerade ernähren, das sind Speisemorcheln und Verdorbenes haben sie fast 700 drin. Ja, ist doch schön, sollen sie das fressen. Boah. Ja, Alter, ne? Ey. Was machen wir auch so ein Wachstum? Komm, wir reißen alles wieder ab. Wir entlassen die Leute, wir schmeißen alle raus aus dem Dorf und fangen von vorne an. Bitte, echt, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken. Naja, oh Gott. Oh Mann. Wir haben jetzt 77 von 80 möglichen Arbeitern. Also 3 Arbeitsplätze sind anscheinend noch unbesetzt, wobei ich denke, dass es sogar mehr sind. 127 von 140 Gebäuden haben wir. Alter Schwede, wir haben allein 60 Wohnhäuser. Also ich mache jetzt nochmal einen Jäger. Und nochmal zwei Häuser dazu, okay? Ach, der Bertha ist unsere Bauhandwerkerin. Bertha ist unsere, ja. Aber da ist Bilder Jäger. Also im Grunde könnte man hier von mir aus auch einen Jäger noch mit reinstopfen. Weil wir haben ja in dem einen Jägershaus nur 2 Leute drin anstatt 4. Das ist die Frage, habe ich hier einen Jäger sitzen? 2 Punkte Jagd? 3 Punkte Jagd. Ich hätte, oh Gott, und die ist auch noch gleichzeitig eine gute Händlerin. Hier, ich habe einen Jäger. Den könnte ich mit zu der reinpacken. Der hat Stufe 3. Also ich baue jetzt nochmal eine Jägerhütte und nochmal 2 Häuser für die Jäger dann, ja? Warte doch mal, bitte. Okay, gut. Es muss halt mit dir jetzt halt auch in Ordnung sein. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, diese Bauhandwerkerin und das Gebäude heißt ja schon Bilderjäger. Ich könnte jetzt im Grunde einen Jäger damit reinpacken, aber du willst es ja separiert haben. Ja. Also müsste ich jetzt halt im Grunde den, wenn ich nehme, den Jäger, müsste ich in das Haus Jäger 4 mit reinstopfen. Okay, dann probieren wir es halt erst einmal aus. Ich hole mir den jetzt mal. Der Lubgost. Der kommt jetzt. Oh Gott, hier tausendmal durch diese Dinger durchscrollen. Ich habe jetzt langsam auch mal, brauche ich Pause hier. Jäger 4, hier. Jäger 4, der Lubgost. So, rein mit dir. Und Jagdhütte. Du fängst doch schon an mit einer Jagdhütte. Ich habe nur angerissen. Ja, ich sehe es schon. Wenn du sagst, jupp. Dann jupp, oder was? Ja. So, Lubgost hier, dann bist du mit drin. Dann brauchen wir jetzt halt für dich noch eine Frau.
Dann nehme ich jetzt halt einfach eine von den Mädels, die hier sitzen. Dann nehme ich jetzt halt eben die mit Stufe 2 auf Jagd, weil ich würde, wenn dann, die andere als Händlerin noch mit reinnehmen. Ja, andererseits. Aber sie hat ja auch 3 Punkte Händlerin. Oh Mann, das sind halt gerade 2 Mädels, die 3 Punkte haben auf Handel, ne? Dann mach Handel. Und 3 auf Jagd. Wann nimmst du für die Jagd? Okay, Pekoslava, warte mal, wie alt bist denn du? 22, 23, dann nehme ich die Jüngere. Pekoslava, du kommst jetzt auf die Jagd. Ja, da musst du nicht gucken, das ist so. So, Pekoslava kommt, Jäger 4. So, Jäger 4. Bestätigen. So. Und jetzt brauche ich den Jäger. Mir gehen schon die Augen über jetzt. Jäger, hier. Was habe ich gesagt? Pekoslava. Oder? Wo bist du jetzt? Weg, die sind gegangen. Das muss ja eine sein, die keinen Beruf hat. Wo bist du? Da, Pekoslava, hier. Dankeschön. So, damit sind 2 Jäger mehr drin in der Jägershütte. Damit komme, dann würde ich sagen, ich stelle das um. Ich mache jetzt weniger Pelze und mehr Fleisch. Ich mache jetzt das so, dass wir genau 20 Pelze am Tag, das ist ja ausreichend. Dafür sind es 72 Fleisch. Und bei der anderen Hütte mache ich auch weniger Leder. Da mache ich jetzt anstatt 40, mache ich da jetzt auch nur 20. Und dann sind es anstatt 84 Fleisch sind es dann 112. Dann kommt doch auf jeden Fall schon mal mehr Fleisch rein. Ich würde aber trotzdem das noch aufheben mit der Jägershütte. Die würde ich trotzdem mal noch lassen. Nicht bauen. Ja, angerissen kannst du es mal lassen. Okay. Also als Platzhalter quasi. Okay. Weil wenn wir tatsächlich nur 140 Gebäude bauen können, dann müssen wir uns echt was einfallen lassen. Ja, vor allen Dingen, weißt du, was mir gerade noch einfällt? Nein. Nein? Wir haben nur einen Fischer. Wir haben nur einen Fischer, wir haben auch noch niemanden für die Mühle.